R-E-W-I-N-F-I-D-E. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Kopfloch. Mit dabei ist leider wieder WiFi-D. Jo, halt deine Fresse, ja. Lukas. Okay, mit dabei sind leider noch Alphasteine Mu. Hey. Du Hurensohn! Wie stirbt eine wie sterben die Hirnzellen von Blondinen? Es geht, Jim! Mann, mach leider deine Fresse, du Hurensohn! Lukas, du hast das Format nicht verstanden. Es heißt Katja krasser Witze. Okay. Was haben Katja und Autos gemeinsam? Keine Ahnung. Beide riechen nach Gummi. Oh, shit! So, hier ist noch die Vanessa. Die ist süße 15 Jahre und kann singen. Bitte was Gutes. Ich hab diese Eier. Ich bin auf der Suche nach einer Frau im Buche. Ich bin auf einer Eier. Feiert auf meine Eier. Ich hab dicke Eier. Okay, also mein Talent, ihr dürft jetzt erstmal wegen. Also mein Talent, meine Regeln, ihr dürft jetzt bitte jemanden erstmal grüßen. Wir dürfen wen grüßen? Ja, also ihr könnt meine Oma grüßen. Mhm. Vanessa, süße 15 Jahre. Ja, was denn? Aber ey, das Alter stimmt. Mein Alter stimmt aber. Bist du auch wirklich eine Vanessa? Nee, aber 15 bin ich. Ja, gut, dann würde ich hoffen, dass deine Stimme noch ein bisschen tiefer wird. Dann kannst du irgendwann so. Ja, was kannst du mit einer tiefen Stimme machen? Okay. Keine Ahnung. Leute, Porno, du Produzent. So. Ja, mach mal, stöhnen einmal. Oh ja. Klar. Oder warte, ich hab noch was Besseres. Mhm. Darf ich mal richtig? Ja. Aber da brauche ich einen kleinen Beat für, ne? Ich kann nicht mehr. Okay. Ich bin so am Schwitzen, Mann. Was passiert mehr, jetzt? Also, ja, hier ist mal so, ich kann ja stöhnen, ne? Mhm. Ja, ja. Okay. Klingt aber irgendwie wie von einer richtigen Vanessa. Okay. Nee, das laut. Nee, komm. Das bist nicht du. Okay. Alles klar. Da wurde es jetzt zum Ende hin doch wieder ganz schön krank. Gewonnen hat Nico. Hier, hier, du kannst Nico nachmachen. Du hast gewonnen. Echt? Nee. Nico, es tut mir leid, aber leider hat gewonnen die Pornostimme. Pornostimme? Ja. Ach Gott. Macht's gut. Scheiße, warum freut sich Katja, wenn sie ein Puzzle innerhalb von 4 Monaten fertig bekommt? Weil auf der Packung steht 3 bis 4 Jahre. Oh Mann, Alter. Was ist Katja? Ey, was ist Katja in der Badewanne? Keine Ahnung. Eine Insel mit 2 Bergen. Oh, shit, Alter. Warum ist es immer praktisch, Katja als Beifahrerin dabei zu haben? Keine Ahnung. Weil man dann immer auf dem Behindertenparkplatz fahren kann. Alter, jetzt übertreibt man nicht. Da steht doch nicht bei Blondinenwitzen sowas. Die schon gefeiert. Gut, dann haben wir noch eine Angela Merkel-Imitation. Ach Gott. Leute. Die Mama. Da kommt die Mama. Komm mal, Angela Merkel mit A. Viel Mami. Spaß. Angela? Ich bin die Angela Merkel. Was? Bitte? Ich bin Angela Merkel. Frau Merkel? Ja. Zur deutschen Politiklage im Moment. Sind Sie zufrieden oder nicht? Im Moment bin ich gar nicht zufrieden, was die Grünen gerade leisten. Okay, wie sieht's denn aus mit so eventuellen Religionsstreitigkeiten innerhalb von Deutschland, weil das ist ja auch immer ein Thema? Die Muslime interessieren mich eigentlich gar nicht. Oh, okay. Die Christen sind sehr wichtig für das Deutsche Reich. Okay. Das Deutsche Reich! Okay. Angela? Ja? Wie sieht's denn aus mit unserer Rentenversorgung? Weil wir haben halt Leute, sag ich mal hier, zum Beispiel die Eva, Eva? Ja? Siehst du? Und solche Leute sollen halt später unsere Rente zahlen, Angela. Dann haben wir ein kleines Problem. Wie stemmen wir das? So welche Leute sind gar nicht in unserem Parlament vertreten? Mhm. Ja gut, aber wissen Sie, wie der deutsche Staat aufgebaut ist, Frau Merkel? Ja, die Rentenversicherung ist sehr gering. Mhm. Das wissen wir alle sehr zu schätzen. Ja, danke, Frau Merkel. Möchten Sie noch irgendwie grüßen? Den Herr Schäuble oder so vielleicht? Horst Seehofer, ich möchte gerne die SPD und die FDP grüßen. Ach so, kleinen Gruß an die Konkurrenz also. Ja. Ja gut, danke Frau Merkel, ne? Es ist sehr.